Hallo und willkommen zurück zu Vampire die Maskerade. Und mir wird gerade angezeigt, Blutbedarf. Also der will unbedingt Blut haben, aber eigentlich reicht's noch. Und ich hatte in der letzten Folge zum Schluss gesagt, wir wollten uns noch was angucken. Und das wäre nämlich hier gewesen. Da. Hier können wir zumindest rein und mal gucken, was da so abgeht. Ich überlege nur, ob wir dann nicht doch vielleicht Blut brauchten. Aber vielleicht finden wir welches. Das weiß ich nicht mehr. Oh, hier. Help me! Help me! It's got them. It's coming for me now. It's coming for me! Chill mal, Junge. Was sie mal mit ihren Augen machen? Macht es Ihnen was aus, mir zu sagen, was zum Teufel hier vorgeht? Pass auf, es ist direkt hinter Ihnen. Das wäre fies. Ich glaube, da würde er sich voll in die Hose machen. Ganz ruhig, was ist hinter Ihnen her? Wer sind Sie? Here shooting for my show. I'm a parapsychologist, haunted LA. Oh God, it was right behind me. We've got to get out of here. Das ist nämlich, das hatten wir in dem einen Apartment im Skylands, ja, Hotel, Apartment Ding gelesen. Da wollte er ja auch noch hin. Hier und in Hollywood auf Friedhof. Ich prüfe Ihnen gleich Verstand ein. Sagen, nee, was ist hinter Ihnen her? Look, I'll let you know. We usually fake these things, you know, ghosts. That's all bullshit. We were setting up downstairs. Weird shit started happening. My crew, they all started disappearing. I don't know what's happening. Warten Sie, ich schau mal, ob ich Sie finden kann. Genau, Ihre Crew nämlich. No, no, don't go down there. It's coming. It's coming. It's coming. Okay, der ist ziemlich durch, der Typ. Ja. Dann würde ich sagen. Ach so, ich wollte gerade sagen, da könnte man lang. Diese Scheißtür. Gucken wir uns doch hier mal ein bisschen oben. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, das habe ich überhaupt nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ob das jetzt gruselig war oder nicht. Ja, man kann halt einfach so mal einen Fernseher rumschleppen, ne? Ich meine, die. Oh, okay. Klatsch. Was ist denn da los? Ach, da. Hä? Okay. Dann müssen wir wohl hier lang. Dieser Röhrenfunitor, Fernseher, die waren ja auch nicht so die leichtesten. Da geht's, glaube ich, dann nicht mehr weiter. So, hier hat's ihn wohl erwischt. Hier ist nämlich auch die Kamera rumgefallen. Ich frage mich. Das geht ja hier über die Source Engine von Half-Life 2. Damals. Also, ja doch. Und da hatten sie ja, glaube ich, auch irgendwie damit mit diesen Live-Übertragungen, Videos und so geworben. Ich würde das gerne hinstellen. Und mich würde halt interessieren, ob man da. Ja, ja, komm. Blutbedarf immer noch. Ob man das jetzt dort sieht. Ach hier. Es sind auf jeden Fall komische Geräusche. Okay, kann ich durch. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen. Komm her. Oder? Ah, jetzt. Oh, hier ist wieder was. Eine Frau. Nein. Also, geht mal weg. Ihr seid gefährlich für mich. Ich dachte, vielleicht kann man hier oben noch lang. Dachte ich, guck mal vielleicht mal zuerst. Ach so, okay. Dann geht's da nicht lang. Dann müssen wir halt hier lang. Na gut. Das Gruseligste ist eigentlich, ob man nicht irgendwo feststecken bleibt. Ach so, das. Auch das erinnert mich ein bisschen an The Evil Within. Aber ich glaube, hier musste man nicht so wirklich wegrennen. So, was haben wir denn hier? Wieder eine Kamera, die. Ach so. Ja, das meine ich. Wir haben ja in dem Video gesehen, dass es die weggezogen hat. Und hier die Kamera guckt dahin und ich glaube, das ist so gesehen ein Live-Feed. Live-Übertragung. Kann ich hier lang? Ne, da gibt's nichts. Ist schon mal alles voller Blut. Kein gutes Zeichen. Und da hören wir wieder ein Schreien. Wie viele Leute gibt's denn hier? Sieht aber auch echt nicht schön aus hier, ey.
Hier würde ich beim besten Willen nicht drehen wollen. Auch wenn ich ein Vampir wäre oder so. Das ist... Nee, nee, das wäre nicht. Was konnte ich jetzt hier machen? Oder war das die Tür? Ach, ein Morphiumfläschchen habe ich gefunden. Schön. Nützt mir aber nichts, um meinen Blutvorrat aufzustocken. Der ist nämlich etwas leer. Ist wohl etwas übertrieben. Oh, ist das dunkel. Wenn jetzt irgendwas ankommt, ich würde mich so erschrecken. Hä? Ich möchte mal... Hallo. Ich möchte mal wissen, wie die anderen hier lang gekommen sind, wenn ich alles aus dem Weg räumen muss. Oder die haben das erst dahin gelegt. War es echt so lang? Also hieran kann ich mich echt super schlecht erinnern, muss ich sagen. Da ist noch einer. Man hat leider nicht gesehen, was ihn da erwischt hat. Nur, dass ihn was erwischt hat. Aber ich fand es cool, wie er dann nochmal so etwas schneller und stärker verzweifelt gegen die Scheibe geklopft hat. So, und... Doch, jetzt komme ich weiter. Was ist hier los? Ach, das war jetzt der letzte. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Ja, du hast da ein bisschen was in den Mund. Was bist du? Du hast diese Selfscreen gefressen, das ist ja widerlich. Oh, immer wenn ich das Wort höre, möchte ich dann dran denken. Besser widerlich als widerlich. Du frisst Menschen, ich kann so ein Monster wie dich nicht am Leben lassen. Ja, das wird ein bisschen zu harter Kampf, gerade weil wir kein Blut haben. Was bist du denn? Drinking blood to sustain your death. You are damned, yes? What if, besides the blood of the living, you had to eat pounds of their flesh to maintain that thin facade of life? What would you call it? Twice damned? Double damned. Ich töte nicht, um am Leben zu bleiben. Du musst menschliches Fleisch essen? Das würde ich widerlich nennen, und das ist es ja auch. Wer bist du? Naja, Es ist schon... Also, als Vampir hat man's, ich sag mal... nicht so leicht. Wobei es jetzt in den modernen Tagen schon etwas leichter ist, an Blut zu kommen, aber wenn man das Fleisch auch noch essen muss, dann hat man schon ein Problem, würde ich sagen, weil die Menschen, die man, von denen man trinkt, die muss man ja nicht töten, da fällt es nicht auf. Aber so werden es halt immer weniger. Wobei sich die Menschen ja auch recht schnell vermehren. Ich töte nicht, um am Leben zu bleiben. We drink blood. I eat flesh. Kind eat food. But kind think us a monster. Without remorse, they would burn our body twice over to be certain we were destroyed. What is unnatural for some is vital for others. Ja. Könnte man eine sehr tiefgründige Unterhaltung drüber machen? Ich verstehe nicht. Natürlich, genau, deswegen werde ich dich niederschicken. Wer bist denn du eigentlich? My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in a time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. So, Moment, ich bin gleich für euch da. Muss noch eben ein bisschen was schreiben. So. Sie braucht ihren Namen. Hieß meine Gefährtin und Geliebte in der Zeit vor meinem Tod, vor 230 Jahren. Wobei das da ja eher ungewöhnlich war, dass man eine Geliebte hatte. Obwohl, ich glaube, in den eher gut betuchten Reihen war das, war es glaube ich egal, was man sich genommen hat, dann zum Spaß haben. Warum, ich würde, aber du bist ekelerregend. Auf Wiedersehen. Warum lebst du in einem Abrisshaus? My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. He has seen too much.
Der wird niemals hier runterkommen. Er macht sich vor Angst in die Hosen. Wenn er das nicht schon hat. Willst du ihn verspeisen? Na bestimmt. Außerdem hat er zu viel gesehen. Das wäre ein Maskeradebruch. Tell him this was all a ruse. His friends playing a joke. He will come. He must come down here. If he leaves, the frail disguise we wear for mortals will be seen through. Mache ich nicht, wenn es denn sein muss. Wer bin ich, mit einem fleischfressenden Monster zu debattieren? Ich werde ihn holen gehen. Wirst du ihn denn verspeisen? Eventually. Wenn es denn sein muss. Muss es, ja. Oh, hier ist ein Buch. Oh. Ja, schon eine interessante Person, aber die hat es halt recht schwer getroffen, ne? Also mit der möchte ich nicht tauschen wollen. So, ich würde jetzt... Ach so. Eventuell müssen wir auf Überreden noch einsetzen, aber ich sehe gerade, das können wir nicht. Also lassen wir das und wir gehen auf Schleichen. Ich weiß nur echt nicht mehr warum. Ja. So. Da haben wir das auch. Ich speichere nochmal fix. Falls wir es mit dem verhauen, wobei ich das fast nicht glaube. Aber nur fast. Komisch, hier geht das ohne Probleme. Probleme. Und dann kann man ja ganz... Siehst du, so nah ist die. Wo ist er denn hin? Ach, hier. Visitenkarte. Oh, das hat mich fast ein bisschen erschreckt. So, was haben wir hier? Visitenkarte. Haunted LA. Simon Milligan. Skyland Apartment. Apartment 1. Aha, aha. Eine Visitenkarte der Geistershow Haunted LA. Die Karte trägt den Namen Simon Milligan. Die Adresse lautet Skyland. Bla bla bla. Ja, haben wir gelesen. Der Reporter Milligan, den Pischer runtergeschickt haben will, ist weg. Aber sie haben seine Visitenkarte. Anscheinend wohnt er in den Skylines Apartments. Skylines Apartments. Ja. Ist ja jetzt eigentlich auch gar nicht... Naja, ich sag mal, so schwer hier jemanden zu finden. So viele Möglichkeiten gibt's nicht. Wobei, wenn er es geschickt macht, könnte er immer von einem Ort zum anderen wechseln, ohne dass wir ihn je finden. Aber die... Ach nee, ich glaube falsch. Die Leute sind hier ja nicht geschickt. Ich brauche Blut. Verdammte Axt. Ich würde ja glatt mal die nehmen, aber ich weiß nicht, wohin ich sie führen soll. Mach ich mal. Hey Baby, looking for a date? Das weißt du doch. Let's go somewhere more intimate. You lead the way. Okay, dann folg noch mal, mein Täubchen. Ich bin mir nicht sicher. Kommen wir hier hin? Wäre das hier hin gut? Ich meine, die Lampe ist etwas störend. Wäre das hier gut? Ist das gut für dich? So hinter der Tonne? Not here. It's too public. Okay. We need our privacy, sugar. Okay, gehen wir. Scheiße. Hier ist keine Sau. Und wir werden gut versteckt. Aber die weiß schon warum. Es wäre noch witzig, wenn es hier wirklich so, ich sag mal, Menschen gibt, die so für die Vampire mehr oder weniger arbeiten und halt ihr Blut okay, anbieten. Okay, honey. Let's see what you've got. Na klar, zeige ich dir sofort. Oh, dein Rock ist verrutscht. Om nom nom. Oh, das war ja echt richtig leer, mein Blut. Wobei ich... Es ist eigentlich fast ein bisschen... Naja, was heißt schade, aber die... Wie die wieder rumläuft. Total nuttig. Die hier einfach so stehen zu lassen, so benommen. Ich meine, da könnte ja jetzt jeder kommen und irgendwas mit der machen. Blut austrinken zum Beispiel. Aber es wäre cool, wenn es ja wirklich nicht einfach nur so Prostituierte einfach sind, die man überreden muss. Sondern so ein Vampir-Service das ist. Oder so beides halt. Dass es meinetwegen eine Prostituierte ist, die aber auch von Vampiren angestellt wird. Für Vampire, die halt mal zwischendurch einen kleinen Snack brauchen. Man bezahlt halt auch so sein Geld für. Und kann dann mal an der rumknabbern. Hier wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich die hinführen sollte.
theoretisch dahinter, aber da ist irgendwie ziemlich viel Verkehr. Achso, hier wollt man rein. Ich wäre jetzt schon wieder weitergelaufen. Weiß gar nicht warum. Warum? Manche Kindskinder glauben es denen. Ja. Petersen. Ja, da Mr. Milton. In die 1. Konnten wir eigentlich letztens in die 1 fahren? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war in dem anderen Hotel, konnten wir nicht reinfahren, ne? So, was geht denn hier ab? Wieso können wir hier auch einfach so rein? Ach, deswegen steht da auch die Polizei. Hm? Die Kamera. Hier ist nichts drin. Schade, hier ist auch nichts drin. Doppelt schade. Sind zwar Getränke. Aber die nützen uns nichts. Und ich finde es, habe ich schon ein paar Mal gesagt, super schade, dass wir kein Spiegelbild haben. So, ist immer noch nicht da. Steht hier eigentlich schon jetzt noch was? E-Mail? Hatten wir das nicht schon mal geknackt? Nö, scheinbar nicht. Shit. Was ist denn, wenn ich E-Mail... Haunted. Okay, schade. Geht nicht. Ach, da ist er. Ich dachte irgendwie, er wäre im Bad. Oh, hier ist niemand. Wie seltsam. Ey! You're from the hospital. But in my crew, are they? Tod, ja. Es gibt Orte, die ein Mensch niemals betreten sollte. So wie diesen. Verschwinden Sie von hier, laufen Sie so schnell Sie können, bevor ich es mir anders überlege. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Dann ist sie wahrscheinlich böse auf uns. Wir kriegen Maskeradebruch. Es war ein Scherz. Sie warten alle im Keller des Krankenhauses auf Sie. Spaßvögel. Lass ein paar Kameradenschweine haben. Really? A joke, right? Oh, real funny. Oh, you got me good. I'm going to hurt some people very badly. Dann das machen Sie mal, ja. Tja, da haben wir uns um Milton gekümmert, Maskerade-Bonus bekommen, aber wir haben schon wieder eine Menschlichkeit abgezogen bekommen. Das finde ich langsam ein bisschen ätzend. Ich würde gerne ein paar Quests oder Aufträge, was auch immer, langsam mal haben, wo ich wieder Menschlichkeit dazu bekomme. Aber, ja, ist halt so eine Sache, ne? Macht man's? Lässt man ihn laufen, weil man ja seine Menschlichkeit wahren will, weil man sagt, Mensch, der muss ja jetzt nicht unbedingt sterben. Riskiert dafür aber den Maskeradebruch. Oder hütet man die Maskerade und ja, nimmt eine weitere Kerbe in seiner Menschlichkeit hin. Oder in seinem Herz. Im Prinzip müsste es wie bei... Oder was heißt müsste? Es, ja, wie bei... Man bräuchte wie bei Redemption... So einen menschlichen Anker. Ein Anker der Menschlichkeit. Aber das hat man hier ja nicht. Man ist ja hier in allem losgelöst. Oh, da steht sie wieder. Könnte man glatt nochmal nehmen. Was habe ich denn eigentlich an Money hier? 1117. Gar nicht mal so viel. Aber vielleicht kriegt man jetzt ein bisschen Moos. Und ich würde fast am liebsten nochmal den normalen Weg gehen. Nur um zu gucken. Wegen den Kameras. Obwohl, warte mal. Wenn wir jetzt hier... Ach so, ist kaputt, okay. Dann hat sich das erledigt. Ich wollte da jetzt eigentlich nochmal gucken. Aber ich werde diesen ewig langen Weg nicht latschen. Das ist mir zu doof. Vor allem, weil das hier einfach viel kürzer ist. Die hätte ihn sicher auch fix schnappen können. So. Was ist das jetzt? Ach so, Moment. Erstmal hier noch. Ach so, wir haben uns um den Reporter gekümmert, okay. The Kind's fate was sealed the moment he entered. Do not waste time debating the morality. If a man walks into a tiger's domain, it may result in his being devoured. So it has. Ja, das stimmt. Ich verstehe. Was diese Artefakte betrifft, von denen du sprichst. Yes. I am searching for two items I have tracked to this area. One, I believe, may be in one of the local museums. I have not yet searched them all. The other, I believe, to be in the Giovanni's possession. Though I have not confirmed it. For these items, I will exchange items of similar worth.
Ich tausche Gegenstände von ähnlichem Wert für diese zwei ein. Das ist nur fair. Erzähl mir von diesem Gegenstand. Ach ja, also mir ist gerade eingefallen, wir brauchen das für das Schiff, das jetzt unsere Hauptmission ist. Brauchen wir Schleichen und, was ich gerade mitgekriegt habe, fürs Museum brauchen wir das auf jeden Fall auch. Das wird nochmal. Mit den Giovanni, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Erzähl mir mal erst von den Giovanni. Da würde ich lieber hin. There's a tome called the Voce de Morte. Should you find yourself within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it, for they will make sure you never have another. Okay. Ach so, ich könnte natürlich auch das. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. Ich gehe nochmal. Ja, ja. Das wissen wir schon. Ich werde es finden und dir bringen. Ach so. Ist das jetzt beides? So, wir haben auf jeden Fall abgeschlossen. Nekromantie. Sie und sind zu Pisha in das verlassene Krankenhaus zurückgekehrt und haben ihr gesagt, dass der Reporter kein Problem ist. Naja, eigentlich hat sie das zu uns gesagt, weil sie hat sich darum gekümmert. So, okkultige Sache. Pisha will, dass sie zwei okkulte Gegenstände finden und ihr bringen. Einer ist ein Götze aus dem Museum, der andere ist ein Buch im Anwesen der Giovanni. Und ich habe... Ja, Giovanni, also das Anwesen der Giovanni habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich glaube fast, da braucht man auch Schleichen-Skills. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Auf jeden Fall ist das ein beschissener Ort hier. Würde ich nicht leben wollen. Auch nicht mich verstecken wollen. Dann lieber in der... Ich sag mal, abgefuckten Barack, in der wir im Moment sind. Ich hätte gern ein Smartphone, wo ich mal meine E-Mails checken könnte. Und aber wir gehen erstmal zum Taxi. Oh, ich überlege, ob ich mal zurückfahre. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.